Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Zahl der Corona-Fälle steigt deutlich. 211 Angriffe auf Feuerwehrleute im Jahr 2019. Und Kitas wieder im Normalbetrieb. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 22. Juni 2020. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt derzeit in Berlin stark an. Das geht aus den aktuellen Zahlen der Senatsgesundheitsverwaltung hervor. Die Zahl der aktuell aktiven Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 734. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zahl deutlich angestiegen. Am Sonntag der Vorwoche wurden nur 457 aktive Fälle gezählt. Damit ist die Gesamtfallzahl nun auch deutlich höher als in allen vier vergangenen Wochen. Damit zählt Berlin mittlerweile insgesamt 7.832 bestätigte Corona-Fälle. Davon gelten 6.886 Menschen als genesen, 211 Personen sind bislang in Berlin infolge der Covid-19-Erkrankung verstorben. Von den aktuell 734 Fällen sind 146 im Krankenhaus. 42 davon müssen intensivmedizinisch behandelt werden. Trotzdem zeigen alle drei Corona-Ampeln aktuell weiterhin grün an. Innensenator Andreas Geisel sprach von einem hohen Anstieg der registrierten Neuinfektionen und erklärte, dass die Zahlen in der morgigen Senatssitzung nochmals ausgewertet werden und bei den Überlegungen über weitere Senatsbeschlüsse einbezogen werden. Klar sei, dass die Pandemie weitergehe und die Situation noch nicht bewältigt sei. Am Dienstag tritt der Berliner Senat wieder zu seiner wöchentlichen Sitzung zusammen. Es wird erwartet, dass dabei zahlreiche Lockerungen der Corona-Einschränkungen beschlossen werden. Im Jahr 2019 hat es 211 Übergriffe auf Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr gegeben. Das geht aus dem Jahresbericht 2019 der Feuerwehr hervor, welcher am Montag vorgestellt wurde. Nur 45 der 211 Übergriffe waren dabei rein verbaler Natur. Bei 93 Fällen handelt es sich um tätliche Angriffe, 15 Mal kam es sogar zu Angriffen mit Waffen auf die Rettungskräfte. 4 Mal wurden Feuerwehrleute mit Waffen bedroht. Und 31 Mal wurden Rettungskräfte mit Pyrotechnik attackiert. Die genauen Zahlen zu den Übergriffen stellen ein Novum dar, da sie im Jahr 2019 zum ersten Mal systematisch erfasst wurden. Ja, wir hatten über Jahre hinweg das Gefühl, dass diese Zahl der Angriffe gestiegen ist und haben gesagt, jetzt müssen sie auch dokumentiert werden. Wir müssen jetzt zählen und das darstellen, weil Dokumentation der erste Schritt ist, sie dann auch entsprechend bestrafen zu können. So sind jetzt 2019 in dem Jahresbericht erstmals diese Zahlen dokumentiert worden. Wir sind auch das erste Bundesland, das diese Zahlen dokumentiert. Ich gehe auch davon aus, dass die Feuerwehren der anderen Bundesländer jetzt auch anfangen zu zählen. Denn wenn wir sagen, wir wollen Respekt, dann gehört das auch dazu, dass solche Taten bestraft werden. Abseits von den Übergriffen auf Rettungskräfte zieht die Berliner Feuerwehr eine positive Bilanz. Insgesamt zählte die Feuerwehr im Jahr 2019 gut 478.000 Einsätze. Darunter fallen Krankenwagenfahrten sowie Rettungs- und Löscheinsätze. Nur bei einem Bruchteil, nämlich bei 6.688 Einsätzen, ging es aber tatsächlich um Brände. Insgesamt stieg die Zahl der Einsätze im Vergleich zum Vorjahr um 3%. Schon seit Jahren steigt die Zahl der Einsätze in Berlin. Dies liegt laut der Feuerwehr daran, dass die Stadt wachse und häufiger Notärzte und Sanitäter gerufen würden. Innensenator Geisel sieht aber auch eine positive Entwicklung bei der Ausstattung der Feuerwehr. 178.000 Einsätze, wieder ein neuer Jahresrekord. Aber vor allem konnten wir bei der Feuerwehr neues Personal einstellen, haben die Besoldung verbessert, neue Fahrzeuge in Größenordnungen kaufen. Das heißt, der Beruf der Feuerwehrleute ist wieder attraktiver geworden. Ab dem heutigen Montag sollen alle Kita-Kinder in Berlin wieder ihre gewohnte volle Betreuung in den Kindertagesstätten erhalten. So sieht es zumindest der Plan zur Schul- und Kita-Öffnung der Senatsbildungsverwaltung vor. Nach einer einwöchigen Übergangsphase kehren die Berliner Kitas damit trotz der Corona-Krise zum Normalbetrieb zurück. In der vergangenen Woche wurde dabei das Angebot hochgefahren. Vielerorts gab es aber noch Einschränkungen bei Öffnungszeiten oder Gruppengrößen. Kritik kommt von der Vorsitzenden des Landeselternausschusses Berliner Kindertagesstätten, Corinna Balko. Ihrer Meinung nach sei es in vielen Kitas nicht möglich, in vollem Umfang zu den gewohnten Zeiten zu öffnen. In Frage käme nur ein weiterhin eingeschränkter Regelbetrieb. Grund dafür sei fehlendes Fachpersonal. Da ein Teil des bisherigen Kita-Personals zu Corona-Risikogruppen gehöre, können diese nicht arbeiten. Hier entstünde eine Personallücke, die sich nur bedingt mit fachfremdem Personal schließen ließe, da dieses Personal nur zeitlich eingeschränkt eingesetzt werden könne. Und damit zu den Wetteraussichten. Nach dem warmen Wochenbeginn fallen die Temperaturen heute Nacht bei wolkenlosem Himmel auf 12 Grad ab. Morgen wird es dann noch wärmer.
Bei bis zu 25 Grad erwartet uns dabei ein wolkenloser Sommertag mit strahlendem Sonnenschein. Auch in der Nacht bleibt es bei 14 Grad wolkenlos. Dafür ist es aber den ganzen Tag über windig. Zur Wochenmitte ziehen die Temperaturen dann nochmal deutlich an. Uns erwarten schön sommerliche Tage bei Mittwoch bis zu 28 Grad, Donnerstag 30 und Freitag sogar 31 Grad. Dabei gibt es viel Sonnenschein und es ist leicht bewölkt. Nur Donnerstag wird es dazu windig. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen.